Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 Hunde und Katzen, liebe Freunde. Wir sind wieder zurück und ich freue mich tierisch. Und guck mal, sogar der Hund freut sich schon. Er hat auch so auf der Stelle getapst. Wir sind nämlich gerade angekommen in Brindleton Bay und wir haben unser erstes eigenes Haus. Ich zeige es euch mal eben von außen, wie es aussieht, damit ihr auch mal seht, mit was ihr es hier zu tun habt. Das ist unser Haus. Das konnten wir uns leisten. Das war auch das einzige Haus, was tatsächlich frei ist, wo man mit 19.000 bzw. mit 20.000 hinkommt und dann da einziehen kann. Ja, und das ist jetzt unser neues Heim fürs Erste. Die Welt sieht einfach umwerfend aus, muss man einfach sagen. Guckt es euch an, das sieht einfach super idyllisch aus, super schön mit den ganzen Bäumen und Häusern und ihr wisst Bescheid. Und es ist so schön, es ist so schön zu sehen, dass Sims endlich mit Tieren interagieren. Simstagram-Tier. Das machen wir auch mal eben. No, das ist so krass, oder? Dass es jetzt tatsächlich Tiere gibt hier. Ich kann es gar nicht glauben. So, das ist nämlich Simstagram. Da kann man tatsächlich ein Instagram-Account, das ist natürlich jetzt ein tolles Bild, aber hat irgendwie Style, ne? Passt irgendwie auf Instagram. Ist so ein Instagram-Bild, finde ich. So, machen wir direkt mal ein Foto hier. Machen wir auch mal eins in Schwarz-Weiß. So eine diepe Aufnahme, ja, damals. Ach, guck mal, hier kann man auch drehen. Ja, auf jeden Fall, da kann man quasi eine Instagram-Seite für sein Tier erstellen und, ja, es dann Follower kriegen lassen. Also richtig cool. So, machen wir mal so. Das reicht. Dankeschön. Hat die Fotografiefähigkeit erworben. Sehr, sehr schön. Ach, guck mal, wie süß. Oh mein Gott, der ist so süß. Wir bürsten ihn mal, weil wir es können. Milo hat 21 Simstagram-Follower. Läuft bei Milo. Milo, läuft bei dir. Du bist voll der bekannte Hund demnächst. Aber du bist kein Pomeranian. Eigentlich bist du raus damit. Das weißt du ja, ne? Reden mit. Wir reden mal mit ihm. Pandoli Usenet. Pandoli Usenet? Ist das die Philophane? Ich glaube, er versteht uns. Wir loben ihn mal. Und geben ihm auch mal ein Leckerchen. Beigebrachte Befehle bei Fuß. Ach, das kann er tatsächlich schon. Training, Sitz. Ja, das will ich ihm alles beibringen. Ich will am liebsten jetzt alles auf einmal machen. Wie sie sich einfach mit ihm unterhält, so. Ja, ja, ja. Ich gebe ihm mal ein Leckerchen für 5 Dollar. Oder 5 Simoleons. Ah, der ist so süß. Niedlich. So, wir gehen mal eben in unser Haus rein. Gucken mal, ob wir da schon alles vorbereitet haben, was wir so haben müssen. Guck mal gerade. Ja, also wir haben alles vorbereitet, was wir haben müssen. Nämlich gar nichts. Wir haben wirklich null Sachen in unserem Haus. Außer wirklich das Nötigste. Obwohl ich das Haus eigentlich, muss sagen, sehr süß finde. Hier zum Beispiel kann man eine schöne Ecke für den Hund machen. Das passt eigentlich ganz gut. Und wenn wir dann irgendwann mal Katzen haben, passt das auch noch hier hin. Ich gehe mal gerade hier ins Haus rein. Dann zeige ich euch nochmal eben was Cooles. So sieht das nämlich aus. Und dann kann man nämlich hier unten auf diese Pfeife klicken und den Hund ganz einfach herbeirufen. Dann kommt er sofort angerannt. Müsste eigentlich funktionieren. Wir schauen mal. Könnte natürlich jetzt auch der Vorführeffekt sein. Das klappt nicht, aber ich glaube, für gewöhnlich sollte das eigentlich gehen. Weil man kann die Tiere ja nicht steuern. Man kann nur schauen, wo die sind. Und da kommt er auch schon. Also er hat gehört. Sehr, sehr gut. Ich gucke gerade mal im Baumodus, ob wir da eventuell auch einen Napf und ein Bettchen und alles, was wir so brauchen, noch kriegen können. Wie ihr seht, gibt es auch jede Menge neue Möbel. Wie gesagt, da wird es bestimmt jemanden geben bei Sim-Fans oder sonstige, die das hier alles nochmal detailliert aufzeigen und vorführen. Wir werden das jetzt so im Spielverlauf alles kennenlernen und uns angucken. Aber ihr könnt es ja hier schon mal sehen. Hier gibt es auch noch ein Aquarium und sämtliches. Ihr seht es ja hier, so Tunnel zum Durchlaufen und so coole Hindernisparcours und alles Mögliche. Ich will jetzt gerne erstmal hier so eine kleine Hundeecke einrichten, zumindest zum Schlafen. Deswegen Tierbett. Das ist aber klein, ne? Das ist schon größer, das gefällt mir schon besser. Ich glaube, das nehmen wir auch. Und zwar, in welcher Farbe nehmen wir das denn? Nehmen wir das so in der Farbe, so ein bisschen edler? Ja, das können wir machen. Ich glaube, das nehmen wir. Und das ist noch ein Katzenklo, Katzenklo, Katzenklo. Was ist das? Kupferwanne, da können wir den wahrscheinlich dann drin waschen. Das hat schon wieder was mit Tierarzt zu tun. Miauball, Ballball, den stellen wir einfach mal hier hin. Das sind auch nochmal so Hindernisse. Outdoor-Spielzeugaufbewahrung, Truhe der Wunder. Da sind dann so ein paar Spielzeuge drin. Ich
stelle es jetzt einfach mal auf. Hier auch nochmal eine Hindernisplattform. Aber ich denke, das können wir auch alles im Park dann nutzen. Ich frage mich gerade nur wegen Napf. Teppichpfote. Och, das ist süß. Was ist das? Ach, guck mal, was für schöne neue Sachen es auch gibt. Ah, da, guck mal. Programmgesteuerter Futternapf sogar. Ach, cool. Ich glaube aber, wir nehmen erstmal normal, obwohl wir konnten es eigentlich leisten, ne? Warum nicht? Hier so einen coolen Schwarz-Weiß. Guck mal, der sieht schon sehr edel aus. Ich glaube, den tun wir nach unten. Den stellen wir einfach hier hin. Ich glaube, da finde ich das ganz gut. Da können wir alle zusammen dann essen. So, und ich würde sagen, unten bekommt der auch noch ein Tierbett, oder? Staubsaugerroboter? Geil, den will ich. Kann da bestimmt eine Katze drauf sitzen, oder? Das hat, mit Sicherheit haben die das doch eingebaut. Ich kenne die doch. So, was haben wir denn sonst noch hier? Oh, jetzt bin ich hier schon wieder im Shopping-Rausch. Jetzt würde ich mir am liebsten hier auch noch alles angucken. Aber da haben wir bestimmt noch jede Menge Zeit zu. Wie gesagt, es wird jetzt natürlich sehr viel zu Die Sims 4 Hunde und Katzen kommen. Also heute direkt mal 2 Folgen, morgen auf jeden Fall auch noch eine Folge. Und Girls WG wird ja natürlich auch Hunde bekommen. Deswegen freut euch auf jeden Fall, freut euch. Es wird super werden. So, ich mache hier unten auch noch ein Tierbettchen hin. Ich lege das mal hier so vor den Kamin, da kann er schön kuscheln und mit mir auf der Couch sitzen. Und dann hat er da nämlich auch ein Bettchen. Und jetzt fülle ich das mal Zeitplan festlegen. Oh, wie cool. Wir füllen das erstmal. Ich hoffe, das funktioniert. Und dann können wir da irgendwie einen Zeitplan festlegen. Das können wir uns dann auch gleich mal angucken. So, dann mach mal. Lecker. Zeitplan. 24 Stunden, 1 Stunde, 3 Stunden, 12 Stunden. Jetzt ist es alle 6 Stunden. Ja, ich lasse das jetzt erstmal auf alle 6 Stunden. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich will das sehen. Ich will das sehen. Ich will unbedingt diesen Roboter sehen. Weil Hauptsache, es gibt Haustiere. Aber ich kümmere mich erstmal hier um den Roboter. Um den Staubsaugerroboter. Das ist nämlich die wahre Entwicklung hier. Ja, nee, aber das will ich jetzt natürlich sehen. Nein. Es ist einfach zu cool. Ich liebe dieses Erweiterungspack. Es gibt einen Staubsaugerroboter. Ich drehe durch. Ich will unbedingt eine Katze haben, die da drauf rumfährt. Hallo? Draußen braucht nicht gesaugt werden, aber ist okay. Man kann auch mal vor der Tür saugen. Mach ich auch manchmal. Hä, wie cool ist das Ding denn? Ich hatte ja auch übrigens gesagt, es gibt eventuell einen Livestream, wenn ich die Sims Hunde und Katzen habe. Allerdings passt das jetzt gerade zeitlich überhaupt gar nicht rein. Aber macht euch keine Sorgen, wir werden auf jeden Fall noch einen Livestream machen mit die Sims Hunde und Katzen. Ich würde jetzt gerne bitten, das Geschäft zu erledigen. Wir leihen ihn mal an. Machen wir mal. So. Hallo? Oh, da hat er sich gedreht. Willkommen in der Nachbarschaft. Haben wir ihn jetzt angeleitet? Ja, wir haben ihn angeleitet. Sehr, sehr gut. So, ich würde sagen, wir gehen mal eine Runde los. Hauptsache war er hier, weil er steht im Vorgarten und isst, was ist er da? Gourmet-Obstkuchen läuft bei dir auf jeden Fall. Ja, wir müssen natürlich auch jetzt ein paar Leute kennenlernen. Der Staubsaugerroboter dreht hier seine Runden. Oh mein Gott, es wird so realistisch. Was? Der hat einen Hund dabei. Oh, die hat einen Hund dabei. Was ist das? Oh, das ist so ein Faltenhund. Und der heißt Blau. Oh, freundlich vorstellen. Da kann man sich doch direkt mal anfreunden, ne? Kann man sich direkt mal mit der anfreunden. Die hat einen Hund, hallo? Können wir zusammen Hundefreunde sein? Wir vertreten dieselben Interessen. Es kann nur gut werden. Hallo! Schön, dass ihr uns besuchen kommt. Ich habe auch einen Hund. Bin auch ein Hundefreund. Dag, Dag. Wieso steht so voll überfordert? So, fürs Kommen danken. Dankeschön. Oh, wir kommen hier gleich mit den Laien, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Deswegen ein bisschen aufpassen. Gelna, Venbu. Von Katzenschwärmen. Für Kommen danken. Ich will deinen Hund auch streicheln. Die freundlichste Art, sich vorzustellen. Oh, das ist alles so aufregend. Das ist alles so neu. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich spiele ein ganz neues Spiel. Das hatte ich sonst nie, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber dieses Mal bei diesem Erweiterungspack wirklich. Weil da habe ich mich wirklich mega drauf gefreut. So, ich gucke jetzt nochmal, ob ich mich jetzt nochmal vorstellen kann. Nein, irgendwas ist da im Weg. So, ich guck mal. Ach, Reisen nicht möglich, weil das Begrüßungskomitee da ist. Ach so, sonst wäre ich nämlich jetzt auch mal rumgelaufen. Ich streichel den mal hier, unseren. Den können wir wenigstens streicheln.
say Bill Don't me think her. Oh, I do. Aww. That's so cute. Liebe Hanna. Oh, ist das niedlich. Avipepto. Ich will natürlich sehr gut mit meinem Tier befreundet sein, mit unserem Milo, damit er uns auch liebt über alles und das so eine richtige Tier-Herrchen-Freundschaft wird. Aber wir sind auf einem guten Weg. Also wir sind schon, Balken ist schon wirklich mehr als voll. Ich glaube, wir sind hier nicht erwünscht. Das ist doch Quatsch. Ich habe dich doch begrüßt. Ich habe einen Staubsaugerroboter. Komm rein. Es ist einfach nur herrlich. Ich kann es dir immer nur empfehlen. Ich gebe dir nochmal Zuspruch, aber dann musst du auch wirklich gehen. So, ich drücke jetzt mal auf M, denn wir können jetzt endlich reisen. Gott sei Dank. Endlich sind die weg, weil sie waren wirklich nicht erwünscht, wenn wir mal ehrlich sind. So, und zwar gibt es hier die Cavalier Cove. Dann haben wir noch Seegrasinsel und Sable Square. Da sind dann die ganzen, zum Beispiel die Tierklinik ist hier. Da wohnen noch ein paar Leute. Hier ist der Welpenpark, der ist hundefreundlich. Fisherman's Wharf haben wir noch. Whiskerman's Wharf, Entschuldigung. In San Francisco heißt das anders. So, Club Calico, das ist eine Lounge. Dann haben wir noch Saloon Salzige Pfoten. Und hier ist übrigens so, Top Secret Geheimnis, das ist ein Katzentreffpunkt. Da ist tatsächlich die Katzenfrau, die hier wohnt. Ich weiß nicht, was es mit der auf sich hat. Solltet ihr vielleicht auch mal nachschauen. Hier ist noch Anwesen ewiger Jagdgrund. Seegrasinsel, da können wir auch nochmal hin. Da ist die Seegraszuflucht. Da ist übrigens auch der Leuchtturm. Also wenn ihr den mal sehen wollt, solltet ihr unbedingt dahin. Aber wir reisen jetzt erstmal hier hin. Oder sollen wir direkt hier hin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir gehen mal in den Park, oder? Der ist hundefreundlich. Wir reisen da einfach mal hin. Ah, von mir aus nehmen wir die mit. Guck mal, die hat schon Minus bei uns. Was ist denn mit der los? Wir waren voll freundlich zu der. Die meinte doch, sie wäre hier nicht erwünscht. Nee, also sowas Unverschämtes. Habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt, ne? Muss ich auch mal sagen. Das ist wirklich, das ist schon unangenehm. So. Für jede Karriere gibt es eine Tagesaufgabe. Die interessiert uns jetzt nicht mehr. Karriere ist jetzt out, ja? Wir wollen jetzt nur noch Hunde. Wir wollen arbeitslos und Hundefreund sein. Mehr nicht. Das ist jetzt wirklich alles, was wir wollen. Wir wollen jetzt nur noch Hunde und Katzen. So, hallo. Hallo, nette Frau. Fass meinen Hund nicht an. Der ist aggressiv. Der ist aggro. Hä? Wohin mit dir? Hund. Wohin rennt er? Ich glaube, er hat direkt die Gunst der Stunde genutzt und rennt weg. Er denkt sich, ja, jetzt kann ich noch. Was macht er da? Hä? Alter, was macht der da? Ist da ein Tier drin? Ist das ein Techtelmechtelbusch? Ein Tier auf Erkundungstour schicken. Wir haben ihn nicht geschickt, der ist selber da reingegangen. Na, ist aufs Maul gekriegt. Ih, der sabbert. Oh. Fängt ja schon gut an. Ih, geht. Oh, da. Stopp, stopp. Da war doch was. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Da. Das ist ein Eichhörnchen, da! Oh! Süß! Und mit einmal ist es weg. So, was stand da jetzt gerade? Igitt, Milo wurde von einem Eichhörnchen gebissen. Eichhörnchenbisse können Krankheiten verursachen. Behalte dein Vierbein in dein Auge. Ja, toll. Fängt ja schon wieder gut an. Also, wir haben gerade einen Hund direkt krank. Guck mal, was hier los ist. Was ist denn hier los? Hallo, guten Tag. Okay, freundlich vorstellen. Wir stellen uns einfach mal hier freundlich vor. Ich würde gerne mal Milo da, Hindernisparcours durchlaufen mit Milo. Mach mal. Milo, komm mal bitte zurück. Ich hoffe natürlich, Milo wird jetzt nicht krank. Wir müssen ihn auf jeden Fall jetzt im Auge behalten. Tiererziehungsfähigkeit erworben. Ella hat die Tiererziehungsfähigkeit erlangt. Sie kann Hundesitz, Gipplaut, apportieren, rollen und Platz beibringen und andere Sims ihr Tier vorführen. Sehr schön. Also können wir immer so sagen, das ist unser Werk. Ella und Milo sind soeben beste Freunde geworden. Wunderbar. Besser kann es nicht laufen. Ich weiß nicht, wo Milo jetzt gerade ist. Er ist, glaube ich, auf dem Weg, ja. Aber er ist noch immer so ein bisschen verwirrt, glaube ich. Das mit dem Eichhörnchen, das, ich weiß nicht. Es war irgendwie nicht so sein Ding. Vielleicht müssen wir gleich mal direkt zum Tierarzt. Guck mal da. Oh mein Gott, das ist hier die ganze Zeit. Guck mal hier, guck mal da. Haya und Erika. Die gute alte Erika. Ich weiß nicht, ob Milo jetzt in der Lage ist, hier diesen Hindernisparcours zu laufen. Irgendwie sieht er nicht danach aus. Es scheint so ein bisschen, ich weiß es nicht.
Kannst du das, Milo? Kannst du da durchlaufen? Yay! Sehr gut! Fein! Feiner Milo, fein! Scheiße, ich glaube, wir müssen mit ihm zum Tierarzt oder er scheint schon krank zu sein irgendwie. Los! Wow! Das war wirklich spektakulär! Ich habe selten etwas Spektakuläres gesehen. Nee, ich glaube, Milo ist nicht gut drauf. Ich glaube, was ist los? Genau, was ist los? Oh, guck mal, wie cool er das macht, hör mal. Das ist ein Naturtalent. Siehst du, was brauchen wir gar nicht üben? Das kann er einfach direkt. Null Fehler von 20, will ich mal sagen. Ja, null. Null. Okay, jetzt ein. Na toll. Hätten wir doch mal früher aufgehört. Was ist los? Kann er uns das sagen irgendwie? Kann er uns irgendwie was mitteilen, was los ist? Weil man sieht es ihm ja schon an, dass es nicht gut ist. Ja, wir hören jetzt auf mit dem Tierparcours, ja. Wir müssen vorzeitig beenden, weil unser Hund scheint irgendwie ein Problem zu haben. Oh nein. Milo ist krank und sollte vielleicht zum Tierarzt. Oh nein. Der ist gerade da und schon krank. Milo trösten. Wir müssen ihn trösten. Weil er sabbert auch so komisch, ne? Also irgendwas stimmt da nicht. Er schmatzt auch so, ne? Also, nee. Milo muss dringend zum Tierarzt. Oh, aber es ist so süß, oder? Ich liebe es einfach. Ja, gut. Da Milo anscheinend wirklich krank ist und er jault auch schon, das kann ich natürlich nicht haben, würde ich sagen, gehen wir mal zum Tierarzt. Wo ist denn der? Hier ist die Tierklinik, genau. Da reisen wir mal hin. Wir nehmen Milo mit. Die alte Troller nehmen wir nicht mit, die kann uns eh nicht leiden. So, aber diese eine, die Caroline, oder wie die heißt, die kann uns leiden, habt ihr gesehen? Die ist voll best friends mit uns. Ja gut, wir sind auch nett. Aber die war ja direkt, ich weiß ja nicht, was die hatte. Wir haben da eigentlich gar nichts getan. Wir haben die sogar nett reingelassen und wir haben sogar ihren Hund begrüßen wollen. Aber es ging nicht, weil wir uns selber irgendwie wieder mal im Weg standen. So, hallo. Der Hund ist aber auch nicht mehr, ne? Bei dem Besitzer, da sag ich mal nix. Milo zur Behandlung anmelden. Milo zur Kastration. Nein, Kastration wollen wir nicht. Wir wollen Milo zur Behandlung anmelden. Wir gucken mal. Schön, wie die Ärztin hier am Pennen ist. Das ist auf jeden Fall sehr vertrauenserweckend. Und? Untersuchung. Es kommt bald ein Tierarzt zu dir, um dein krankes Tier zu untersuchen und behandeln. Bitte hab ein wenig Geduld. Okay. Tier untersuchen lassen. Behandlung erhalten. Wir warten einfach mal ab. Ich tröste ihn in der Zeit mal ein bisschen, damit er sich nicht so einsam fühlt oder schlecht. Ich hoffe, es geht gleich. Und ich hoffe, die Ärztin kommt auch relativ schnell. Auch mein feines Babylein. Guck mal, wir haben sogar schon einen Meilenstein erreicht. Yay! Läuft bei uns wie geschnitten Brot. Zweite Folge, Meilenstein erreicht. Was soll ich sagen? So, wir geben ihm mal ein Leckerchen. Ich glaube, so ein Leckerchen heitert immer auf. Das bringt's, glaube ich. Freehow? Oh. So, feini. Jetzt hat er ein Leckerchen gekriegt. Wir haben ihn ein bisschen getröstet. Ich hoffe, die Frau kommt jetzt gleich. Wir füllen das mal. Wir gönnen hier mal dem Tierarzt $40. Wir sind mal so frei. So, sehr gut. Und dann setzen wir uns mal hier hin und warten, dass die Tierärztin da mal oder der Tierarzt da mal fertig wird. Ich meine, die sind zu zweit, ne? Wenn die Alte mal aufstehen würde, dann würde es auch viel schneller hier gehen. Achso, in der Nähe des Behandlungsraums warten. Ja, okay. Ach, guck mal, er ist sogar. Wie schön. Ja, wunderbar. Dann hat das ja gut geklappt. Ja, wir gehen nochmal eben auf Klo. Wir müssen sowieso gerade. Und ich hoffe, die nette Tierärztin oder der nette Tierarzt hat jetzt gleich Zeit für uns. Wir sind, glaube ich, jetzt als nächstes dran. Also rein theoretisch, wenn es Reihenfolge gilt, dann müssten Milo und ich jetzt dran sein. Guck mal. Okay, erwischt lieber. Das ist interessant. Wischi, 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 wischi. So, und sind wir jetzt dran? Hallo? Könnt ihr uns eventuell jetzt dran nehmen? Karnesoi, it's me. Yay, auf die Arzt warten. Wir sind dran. Wunderbar. Bin gespannt. Und jetzt guckt euch bitte das an, Leute. Guckt es euch bitte an. Es ist, oh nein. Es ist einfach viel zu cool für diese Welt. Dieser Tisch ist einfach der coolste. Wie cool ist dieser Tisch, bitte? Mega cool. Ich find's voll gut. Das ist irgendwie ziemlich verrückt, was du da machst. Aber gut.
es muss ja gemacht werden. Wir wollen ja, dass Milo schnellstmöglich wieder auf die Beine kommt. Tieruntersuchungen. Die Diagnose für Milo lautet Eichhörnchenkratzfieber. Welche Behandlungsoptionen bevorzugst du? Basisbehandlung 150 Simoleons. Heile dein Tier mit effektiven, aber wenig unangenehmen Behandlungsmethoden. Teure Behandlung. Boah, die kostet aber direkt mal sehr viel mehr. Scheue keine Unkosten und heile dein Tier mit der besten Medizin oder Behandlung abgeben. Soll dein Tier da alleine durch? Wenn der Tierarzt keine Behandlung durchführt, bleibt dein Tier krank. Das wollen wir natürlich nicht. Also das kommt überhaupt nicht in Frage. Die ist natürlich sehr, sehr teuer. Wir haben das Geld, rein theoretisch. Aber ich glaube, diese Basisbehandlung sollte erstmal ausreichen. Es ist ja im Moment nur Eichhörnchenkratzfieber. Wir wissen ja nicht, was es sonst noch so gibt. Wir machen erstmal die Basisbehandlung und beim nächsten Mal dann die teure. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ah, guck mal. Wie geil. Wie geil ist das? Wie cool. Jetzt hat er so einen Trichter an. Das sieht so total bekloppt aus. Aber es ist sehr, sehr realistisch. Sehr, sehr cool. Halskrause abnehmen, wann kann ich das machen? Es ist immer noch zu früh, um Milo die Halskrause... Und irgendwann können wir ihn dann die Halskrause tatsächlich abnehmen. Das ist natürlich schön. Das ist natürlich schön, dass wir das dann auch selber machen können. Das ist so cool hier, ohne Scheiß. Es macht so Spaß. Ach, da wollte ich gar nicht drauf. Jetzt klicke ich das zweite Mal drauf. Ich bin auch bekloppt. Es macht wirklich so Spaß. Ich würde am liebsten die ganze Zeit weiterspielen. Intellektuelle Diskussion. Können wir gerne mal eine intellektuelle Diskussion führen? Mache ich öfter mal mit Hunden. Das ist einfach so auf einem Level. So, kennenlernen machen wir mal. Und wir loben ihn natürlich. Er ist ja fein gewesen und ganz lieb und hat die Behandlung gut über sich ergehen lassen. Deswegen wird er natürlich ordentlich gelobt. Wir können ihm natürlich jetzt kein Leckerchen geben, denn weil er diese Halskrause gerade trägt. Und auch andere Dinge können wir gerade nicht. Also wir können jetzt wirklich nur noch so zur Paarung ermutigen mit... Aha. Aha. Mit Rosie. Oder Erika. Nee, wir wollen jetzt noch keine Paarung. Das machen wir eventuell auch bald mal. Wir leihen ihn mal an. Und dann nehmen wir ihn wieder mit nach Hause, damit er sich ein bisschen ausruhen kann. Sehr cool. Einmal im Park gewesen, direkt mit dem Eichhörnchen in Kontakt gekommen. Läuft bei uns, direkt krank. Sehr gut. Aber so konnte ich euch wenigstens auch direkt den Tierarzt zeigen. Und das haben mit Sicherheit auch sehr viele von euch interessiert. Auch wir können Tierarzt tatsächlich werden. Das werden wir mit Sicherheit auch machen, weil gerade sie ist ja sowieso eine Tierfreundin. Und da passt das natürlich super. Jetzt werden wir aber erstmal die Zeit mit unserem Tier genießen. Guck mal, die Katze. Wie cool sieht die denn aus? Sieht die so cool aus oder ist sie krank? Ich hoffe, sie ist nicht krank, weil dann wäre es natürlich creepy. Ich gehe mal wieder auf Reisen. Und reise dann erstmal wieder nach Hause, damit unser süßer kleiner Milo sich ein bisschen ausruhen kann. Weil das mit dem Eichhörnchen ist natürlich jetzt hart, ne? Weißt du, wir sind gerade unscheiß, das ist wieder Unprofessionalität, ist hier wieder an der Tagesordnung, ne? Ist wieder da. Weißt du, wir sind gerade im Spiel quasi. Und schon ist unser Hund so. Schon sieht er so aus, weißt du? Wir sind Tierquäler, denkt man jetzt. So, wir gehen mal rein. Ich koche mir einfach mal selber was zu essen. Zu Abendessen machen wir mal Macaroni mit Käse. Der Hund hat ja hier sein Essen und sein Fresschen. Den Roboter, den können wir nochmal eine Runde losschicken. Ne? Warte, was machen wir mal vorm Essen machen? Schicken wir den Roboter nochmal eine Runde los. Dann kann er dann nämlich nochmal schön durchsaugen, während wir hier ein bisschen kochen. Sehr schön, sehr gut. So, Milo, kommt bitte auch mal rein. Wie er immer direkt nach draußen fährt und draußen saugt, weißt du, bringt überhaupt gar nichts. Er saugt einfach draußen. Warum? Wo ist Milo? Milo? Wo ist er? Hä? Wo ist er denn? Ach, da. Da ist er ja. Sehr gut. So, Milo, mein Schatz. Du kannst dich jetzt ein bisschen hinlegen, wenn du möchtest. Oh, guck mal. Nein, das ist so traurig. Aber irgendwie auch süß, oder? Hat irgendwie was. Ich meine, das tut mir total leid mit diesem Trichter, ne? Aber gut. Was sein muss, muss sein. Und ich denke, das sind dann auch, wenn wir wahrscheinlich die teurere Behandlung genommen hätten, wäre er wahrscheinlich sofort gesund gewesen und hätte diesen Trichter nicht gehabt. Deswegen habe ich mich auch bewusst für diese billigere entschieden, weil ich euch das auch einfach mal zeigen wollte. Und obwohl ich nicht wusste, dass er so einen Trichter kriegt, aber ich habe mir schon gedacht, dass dann irgendwas kommt. So, der Staubsauger saugt hier fröhlich durch die Gegend. Das finde ich sehr schön. Und wir gönnen uns mal ein bisschen was zu essen. Ich weiß nicht, was Milo jetzt macht. Wir gucken jetzt nochmal. Milo, was machst du?
weiß nicht. Er jagt, glaube ich, den Staubsauger. Naja, das war's auf jeden Fall. Ah, Tierängste. Er hat also Angst vor dem Staubsauger. Kann das sein? Tierängste. Kein Tier ist vollkommen furchtlos. Selbst Milo nicht. Jedes Tier hat seine eigenen Ängste. Also beobachte dein Haustier, um herauszufinden, was ihnen Angst macht. Ah, unser Milo ist anscheinend ein kleiner Schisser, was den Staubsauger angeht. Gut, das wäre mir wahrscheinlich auch suspekt, wenn ich ein Tier wäre. Aber, da wissen wir schon mal Bescheid. Er hat also die Angst vor Staubsaugern. Und das haben ja wirklich viele Hunde. Da sind ja, glaube ich, ist unser Milo, glaube ich, nicht alleine. Aber das ist schon mal schön zu wissen. Und wir beenden diese Folge an dieser Stelle. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Heute 2 Folgen Sims 4 Hunde und Katzen. Und ja, ich hoffe, dass euch das sehr gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Da würde mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr freuen. Und morgen geht es dann natürlich direkt weiter mit die Sims 4 Hunde und Katzen und unserer Ella und unserem süßen Milo. Und irgendwie ist das so erfrischend, oder? Irgendwie, man fühlt sich so gut, dass man das jetzt spielen kann und es macht so mega Spaß, ohne Scheiß. Am Freitag ist es für euch soweit, also falls ihr euch das Spiel vorbestellt habt, dann könnt ihr am Freitag endlich loslegen und auch eure Sims erstellen. Ich bin schon, und eure Hunde vor allem und Katzen, ich bin schon mega gespannt auf eure Kreationen und wie gesagt, ihr könnt mich immer mit dem Hashtag Zockermimi in der Galerie verlinken, da schaue ich immer wieder mal rein und gerade jetzt, wenn natürlich die Tiere da sind, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt auf eure Kreationen und vielleicht kommt auch die ein oder andere Community-Katze oder Community-Hund in Ellas Haushalt. Also, wenn ihr da mitmachen wollt, holt euch auf jeden Fall das Spiel, wenn ihr das haben wollt. Und ja, ich kann es euch nur ans Herz legen. Ich finde es super, wirklich. Ich bin wirklich sehr, sehr überzeugt. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich nach San Francisco eingeladen worden bin. Ne? Das sage ich aus voller Überzeugung. Ihr wisst, dass ich mich immer auf Hunde und Katzen gefreut habe. Auch schon vor San Francisco. Und es ist einfach wirklich wahr. Es ist einfach geil. Und ich bin mega begeistert. Und auch mega zufrieden mit der Umsetzung. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Sims 4 Hunde und Katzen bis jetzt findet. Und wie euch das neue Let's Play natürlich gefällt mit unserer Ella Coleman und unserem Milo Coleman. Schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich möchte es sehr, sehr gerne wissen. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ich sage bis demnächst. Hau da rein. Tschüssi.